Frau zusammen. Ihr seht mich wieder unterwegs. Samstag meine übliche Runde. Ich war bei meiner Mutter und jetzt geht's als erstes mal gucken, wie es an der Arlinger Baustelle aussieht, am Tunnel, an der Westtangente. Und in der Natur sieht es ja herrlich aus. Das habe ich ja schon wieder zwei, dreimal hier gezeigt in diesem Video. Und auch hier gibt es am Boden interessante Dinge, Waldanemonen. Aber schaut einfach mit weiter, wenn ihr wollt. Und vielleicht interessiert es euch, bleibt einfach dran. Also weiter geht's. Noch wenige Meter bis zur Baustelle. Ja, die Situation sieht jetzt hier wieder anders aus wie beim letzten Mal. Hier hat man Steinblöcke in den Weg gelegt. Das heißt, ich kann da zwar noch drüber steigen, aber hier wurde das anders angebunden. Warum das so ist, weiß ich noch nicht. So sieht das jetzt aus. Letzte Woche war der abschüssige Teil noch da unten. Und jetzt ist die Geschichte viel weiter oben. Ob da vielleicht der Weg herkommt künftig? Keine Ahnung. Ich werde doch wohl abwarten müssen. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass dort gearbeitet wurde. Da ist schon Schotter hin platziert worden, um dort vermutlich eine Fläche darstellen zu können, die vielleicht asphaltiert wird. Das meine ich. Da unten, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, wird asphaltiert oder wurde asphaltiert. Ja, jetzt bin ich etwas wieder verwirrt, weil ich nicht weiß, wie das hier letztendlich aussehen soll. Ich habe auf jeden Fall mal wieder kontrolliert und geguckt. Lassen wir uns überraschen. Ich habe auf jeden Fall mal wieder kontrolliert und geguckt, wie es hier aussieht. Man sieht, wie es weitergeht demnächst. Also, jetzt geht es wieder abwärts. Mal gucken, wo ich noch hinlaufe. Jedenfalls sieht das hier aus wie eine Abwasserrinne oder eine Regenwasserrinne. Und hier der Radweg, der bis zum Überaufgang führt. Und dort drüben ist die asphaltierte Fläche. Vielleicht ein Parkplatz, keine Ahnung. Und was steht denn hier auf dem Bahngleis herum? Ein riesiger Kran. Zug, Wagen. Ja, wo der wohl eingesetzt wird, warum der hier steht. Keine Ahnung. Eisenbahnspezialisten werden es wohl wissen. Also, weiter geht's.
Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich in Brötzingen auf dem Frühlingsfest. Da laufe ich jetzt geschwind kurz durch und dann wandere ich wieder weiter. Mal sehen, was ich alles sehe hier. Bleibt dran. Das gönne ich mir jetzt. So, und jetzt noch mal der Blick auf den Tunneleingang und das drumherum. Weil ich jetzt gerade von der oberen Seite gekommen bin. Und vor allem, weil hier das Gitter umgefallen war. Also, jetzt geht's zurück nach Hause, nach Birkenfeld. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.